Leute, heute fahren wir zu einem Wasserfall. Ihr hört schon, es ist sehr, sehr laut. Also, wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr diesen Wasserfall sehen. Er ist einfach mega schön. Er heißt Bello de Novia und Gabi ist auch dabei. Hola, Gabi! Wir sind da bei den Wasserfällen hier in Chiapas, dem bekanntesten Wasserfall in Chiapas. Hier ist die Gabi. Sie macht noch einige Sachen fertig und gleich werden wir den Wasserfall sehen. So, hier ist ein spezieller Saft, der den Gabi sehr, sehr mag. Das wird hier hinten mit dieser Maschine gepresst. Hier hinten sieht man noch. Also Saft de Caña heißt das auf Spanisch. Da hinten sieht man diese Stäbe. Und so wird der Saft draus gepresst. Wie viel ist da? Also ich selber habe es noch nie probiert, aber jetzt probieren wir es mal. Erregbar. Oh ja, wirklich lecker. Es natural. Der Zucker ist natural. Boah, und so wird es gemacht. Und dann läuft der Saft da unten raus. Auf jeden Fall super, super lecker. Das ist süßlich, das ist Naturzucker. Das ist nicht künstlich gesüßt. Pero uno más. No, uno más. Also ich habe eh gerade gesagt, dass wir auch einen kaufen. Otro machito de 20, por favor. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Hielo? Ja. Hielo. Mit Eis, bitte. Also hier sind die Ausläufer von dem Wasserfall. Und wenn wir oben sind, verrate ich euch, wie der Wasserfall hier heißt. Mega toller Name. Und ich genieße immer noch meinen Saft. Mega, mega geil. Das erste Mal so einen Saft getrunken und ist einfach nur super, 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 super lecker. Es ist super heiß hier. Auf jeden Fall, wenn man hier geradeaus weiter durchschaut, dann sieht man schon den großen, super großen Wasserfall. Schaut euch das mal an hier. Da, zwischen den Bäumen. Viel Touristikangebote. Hier gibt es noch eine Schluchtenseilbahn hier. Mega, mega cool.
verrate euch den Namen Velo de Novia, oder das heißt zu Deutsch, das ist der Brautschleier der Freundin, weil er so aussieht wie ein Brautschleier bei der Hochzeit. So. Mega geiler Name und es sieht auch einfach mega schön aus. Also die Leute, die jetzt hier zurückkommen, von hier oben, die sind alle nass. Da gibt es bestimmt sehr viel Wassertropfen. Das ist einfach nur mega geil. Sagen goodbye zu dem Wasserfall. Hier noch einmal die Aussicht in die andere Richtung. Einfach nur mega schön. Und hier der Wasserfall und die Gabi. Hallo Gabi. Hey. Adios, Velo de Novia. Weg sehen wir wieder hier die Seilbahn. So sieht die aus. Und dann fährt man mit der durch die Schlucht. Wir haben aber heute noch etwas anderes vor. Deswegen geht es für uns jetzt weiter. Ja, ich bin am Schwitzen wie Sau. Das ist hier so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist der Wahnsinn. Also, ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr mal hierher fahren solltet, mit kurzen Klamotten herkommen, weil es einfach mega, mega heiß hier ist. Thank you.
Jetzt haben wir das Motorrad wieder aufgefüllt. Hier, wir sind pitchen nass. Es hat geregnet. Alter Schwede. Total nass. Und es ist super, super kalt. So, jetzt geben wir das Motorrad zurück. Das ist nämlich geliehen. Und dann geht's ab in die Dusche. So, jetzt sind wir zurück. Heile angekommen. Mit dem Motorrad haben es gerade eben abgegeben. Das ist der Besitzer seiner Motorräder. Er hat auch noch mehrere Motorräder hier. Das sind alle seine Motorräder hier. Eine große Shopper. Fahrräder kann man ausleihen. Mountainbikes da oben. Genau. Und hinten sind auch noch ein paar Scooter. Und gute Preise. Good prices. Okay. Schaut mal vorbei. Richtig geiler Typ. Okay. Muchas gracias. Cheers.